erster Wurf, erstes Glück und das war es dann auch schon. Die Leichtathletik-Weltmeisterschaft hatte ihre erste Sensation. Der seit der Qualifikation mit 68,92 Metern Weltjahresbesten zeigt die Spitzenreiterin, wo genau sie will. Nach dem Wurf der Titelverteidigerin und mit 72,28 Metern Weltrekordhalterin tankt Steffi Nerius erst einmal auf. Konkurrentin Christina Oberpföll. Kam gleich ganz aus ihrem Konzept. Aber auch Steffi Nerius hatte nichts mehr zuzusetzen. Und konnte nur noch warten. Dann der letzte Wurf ihrer letzten Konkurrentin. Und alles war klar. Einmal muss sie zwar noch werfen, doch eigentlich ist sie schon auf der Ehrenrunde.
Da steppt sogar der Bär. Während auf die Weltmeisterin neue Prüfungen warten.